die Loro-Sonntagskekse. Die Kindersendung auf Loro. Ich liebe Kekse. Kodaka, Kodaka. Kodaka, Kodaka. Kodaka, Kodaka. Kodaka, Kodaka. Coda Capitain, 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 Coda Capitain. Hallo Kinder, könnt ihr mich sehen? Wie meine Zöpfe im Wind wehen. Ist das Wetter auch nicht so schön? Unsere Fahrt soll jetzt losgehen. Coda Capitain, Coda Capitain, Coda Capitain, Coda Capitain, Coda Capitain, Coda Capitain. So ist der Kutterkapitän. Nein, muss man ja, das ist der Lars. Singt immer weiter, denn das macht ihm Spaß. Es lacht die Möwe auf Fischland aus. Wir singen zusammen, ihr wisst schon was. Kutterkapitän, 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 Kutterkapitän. Das Kutter so ist euer Kutterkapitän. Moin, moin! Es ist Sonntag. Es ist der 10. Mai. Und wir haben hier, ja, das Studio weit aufgemacht. Ja, ja, ja. Hier ist nämlich das Grenzo. Und ich darf heute hier eine Stunde lang Sendung moderieren. Oh Gott. Also ich bin nämlich das Grenzo und ich habe auch. Sag mal, wie bist du hier reingekommen? Na, wie bin ich hier reingekommen? Die Tür war offen. Was? Habe ich die Tür offen gelassen? Ja. Ja, scheiße. Ja, so ist das. Mach ich nie wieder. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht macht es ja auch ein bisschen Spaß. Oh. Na, das werden wir mal schauen, sag mal. Ja. Ein rotes Fell hast du hier, oder was? Ja, richtig. Und zwei lange Zöpfe, ein Backbordzeug und ein Steuerbordzopf. Oh, ja. Frisch gekämmt, schick. Und frisch gebadet. Nein, und Gummistiefel hast du auch noch an. Ja, schöne gelbe Gummistiefel. Ganzjährig. Ja, aber beim Schlafen auch? Bevor du fragst. Ja, auch beim Duschen und Baden. Und beim Schlafen? Und beim Schlafen. Nein, glaube ich nicht. Doch. Beweise. Auf jeden Fall. Ja. Siehst du, ich habe immer noch Stiefel an. Ach du liebe Nase, Mensch. Kretzo, was machst du hier? Sag mal, woher kommst denn du hier? Na, ich wohne in einem kleinen Häuschen in den Dünen und der Lars hat mich mit hergemacht. Ja, dann zieh mal jetzt einen Gummistiefel aus. Ich will gucken, ob du Sand drin hast. Und? Ist Sand drin? Oh, richtig viel. Ach, Quatsch, nur so ein bisschen. Ja, komm, ich muss das wieder auflegen. Ich hab die Gummistiefel doch extra an, damit die Füße nicht dreckig werden. Ach nee. Aber du hast keine Hände. Ja klar, hab ich Hände. Nur die Arme sind ein bisschen kurz. Na, also ich würde sagen, das sind keine Hände. Also Hände haben für mich 5 Finger. Ja, aber das sind halt 4. Man braucht halt, wer braucht 5? Tut man sich nur mit weh. Ja, aber an der Nasenpuppe tust du auch. Das sag ich nicht. Okay. Ja. Schicke grüne Nase hast du da. Danke sehr. Oh. Na, deine Nase lässt sich aber auch sehen. Ah, ja. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ist nicht mit aussuchen. Mhm. Und Ohren hast du nicht? Nee. Wo hast du die gelassen? Ja, die sind da im Fell versteckt. Mhm. Ach so. Ja. Ich dachte, die hast du nicht mitgebracht. Die kann man ja nicht abnehmen. Na gut, dann geht's dir so wie bei mir. Ich muss sie auch immer dran lassen. Und ein grünes Stachelfell hast du, ja? Ja, ich hab rotes Fell und grüne Stachel. Richtig. Ah, die pieken. Ja, die können auch ein bisschen pieken. Richtig. Aua. Ja. Und manchmal bin ich auch ein bisschen borstig. Okay. Na, dann komme ich lieber nicht in deine Nähe. Och, naja. Ich bin ja auch eigentlich ganz lieb. Wer kann dann das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Aha, wer bist du denn? Ich bin der Lars. Du bist der Lars? Mhm. Mensch. Oder auch bekannt als der Engelbrecht.
Weil ich immer so verrückte Ideen habe und die Leute immer mit den Augen rollen, oh, der Engelbrecht hat schon wieder Ideen, ey. Aha, und das ist dir nicht peinlich, mit dem Grätzo was, zu sehen? Mit dem Grätzo ist mir nichts peinlich, nee. Also, das, wir sind ein gutes Duo. Manchmal gehen wir uns ein bisschen gegenseitig auf den Sack. Ach, ja. Das ist klar. Und da ist auch dieses Lied raus entstanden. Du mokst mich mal, du mokst mich mal. Du gehst mir nicht, du gehst mir nicht, du gehst mir nicht, du gehst mir nicht, du gehst mir nicht aus dem Sinn. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele drin. Du gehst mir nicht aus dem Sinn. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele drin. Du gehst mir nicht aus dem Sinn. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele drin. Du gehst mir nicht los, Grätzo, aus dem Sinn. Jetzt bist du dran. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre komme. Aus dem Sinn. Hallo Kinder. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele drin. Das ist ein tolles Lied. Aus dem Sinn. Es macht mir totalen Spaß. Denn du bist in meiner Seele. Für euch zu singen und zu tanzen und zu lachen. Aus dem Sinn. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele. Du gehst mir nicht aus dem Sinn. Jeden Morgen und jeden Abend sing ich für euch. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele. Ganz allein. Du gehst mir nicht aus dem Sinn. Du gehst mir nicht aus dem Sinn, denn du bist in meiner Seele. Du gehst mir nicht aus dem Sinn. Sag mal, Lars, warum hast du ja ausgerechnet dieses Lied ausgesucht? Weil das ganz gut zu dem passt, wie wir gerade so zusammenleben. Ich meine, hier Kontaktverbot und all solche Sachen. Und wir beide haben uns ja entschieden, jetzt eine WG zu machen, so in der Zwischenzeit. Das ist manchmal nicht einfach. Wieso ist das nicht einfach? Na, weil manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend mit mir. Mit mir? Anstrengend? Ja, Soll ich es beweisen? Ich hab mich gestern auf die Sendung vorbereiten wollen. Das kann ich hier beweisen. Ich habe Aufnahmen, ne? Von meinem Aufnahmegerät. Hier, wir spielen das mal ab. Notiz für den Radioauftritt bei Loro. Übliche Fragen. Grätzo, warum hast du eigentlich gelbe Gummistiefel an? Trägst du eigentlich das ganze Jahr? Engelbrecht, Sie machen Kunst. Kann man davon leben? Lars! Oh, Grätzo, was ist denn? Lars! Ja, Grätzo, ich bin in der Badewanne. Du bist in der Badewanne? Ja. Was machst du denn da? Na, ich mache hier Vorbereitungen für morgen. In der Badewanne? Ja, was ist denn, Grätzo? Lars, du musst mir mal helfen. Och, Grätzo. Los, Lars, du musst mir helfen. Ah, na gut, dann helfe ich dir jetzt halt. So, zweiter Teil, Frageblock. Die übliche Frage wäre wahrscheinlich, Sie machen ja nicht nur Kunst mit dem Grätzo. Aber schon ziemlich viel. Ja, Grätzo, aber ich mache hier Notizen. Das Interview ist erst morgen. Ja, aber du machst viel mit mir. Das ist richtig. Aber ich mache ja nicht nur Sachen mit dir. Ach so? Ja, mal erzähl doch mal. Oh, das ist doch aber jetzt hier für meine Notizen. Das muss ich doch morgen erst erzählen. Ja, was machst du denn so sonst? Oh, du weißt doch genau, dass ich noch Musik mache und dass ich Bücher schreibe. Und das, also, so viele Sachen, ja, die einfach Spaß machen. Ja, du malst auch ganz viel. Ja, genau. Ich male auch und, ja. Also mal in der Jugendarbeit. Genau, stimmt, ja. Hab ich vergessen. Du, Lars. Oh, was ist denn, Grätzo? Kannst du mir mal helfen? Oh, Grätzo, ich war doch eben schon helfen. Was ist denn? Oh, ich hab mich hier verheddert. Da musst du mir nochmal... Oh, Mensch. So, nächster Block. Ist es anstrengend, mit einem Grätzo zusammenzuwohnen? Also heute Abend würde ich sagen, ja. So, vierter Versuch. Lars. Oh, Grätzo, was ist denn? Lars. Oh, ja, ich komme. So, fünfter Versuch. Sag mal, Grätzo, was machst du denn hier im Badezimmer? Du, Lars. Was denn? Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich komme mit rein. Ich kann das ja auch mit vorbereiten. Nee, Grätzo, du bleibst draußen. Sag mal, nee, das ist hier, ich will mich hier in Ruhe vorbereiten. Aha, hallo, Grätzo. Schön, dass du da bist. Ich will so nicht arbeiten. Also, Lars ist jetzt aus der Badewanne ausgestiegen. Ja, ist aber schön hier. Gemütlich. Also, ja, könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, na gut. Was hat er denn hier eigentlich die ganze Zeit gemacht? Achso, er hat hier das Handy weitergequatscht. Ja, okay. Ja,
sagen Sie mal, Grezzo, sag mal, kannst du eigentlich, was machst du denn eigentlich am liebsten? Och, am liebsten mache ich Segeln und ich mache ja total gerne viel Sachen mit Lars und dann machen wir zusammen Auftritte und ganz viele schöne Sachen für Kinder, das macht totalen Spaß und ich singe gerne und wir haben auch eine CD zusammen aufgenommen, der Lars und ich, total toll, nämlich, muss da mal rein, hier, pass mal auf, hier, mal rein. Grezzo, bist du jetzt fertig mit der Badewanne auch? Bist du fertig? Ja, jetzt muss ich mich nur noch abtrocknen und die Gummistiefel aus den Gummistiefeln das Wasser kippen. Also, falls es irgendjemand wissen möchte und falls jemand diese Notizen hört, das Grezzo geht tatsächlich auch mit Gummistiefeln in die Badewanne. Soll ich dir helfen? Oh ja, das wäre nett. Ja, okay. Hier, bitteschön. Komm mal raus. So, da bin ich. Nee, nicht das Fell ausschütteln, nein. Oh, jetzt ist das ganze Badezimmer nass. Ja, das passiert halt. Hört, wenn man mich bitte in die Badewanne lässt. Ich hab dich nicht gelassen. Aber doch, ich bin doch reingekommen. Du bist reingekommen. Ganz einfach frech. Ja, du war doch das gleiche, oder nicht? Hat doch Spaß gemacht. Ja, ein bisschen vielleicht. Du Lars. Was ist denn? Wollen wir wieder Freunde sein? Ach ja, Grezzo. Na klar, wollen wir wieder Freunde sein. Sag mal, läuft das Diktiergerät immer noch? Ja. Mach doch mal aus. Okay. Es gibt nichts Schöneres auf der Erde als eine Herde Pferde. Es gibt nichts Schöneres als das, denn Reiten macht mir Spaß. Der Alltag ist ganz grau und ich weiß sehr genau, ich halte das nur aus. Und nachher gehe ich raus, dann hält mich keiner auf. Alles nimmt seinen Lauf, ich schmeiß die Sorgen ab und setze mich in Traum. Es gibt nichts Schöneres auf der Erde als eine Herde Pferde. Es gibt nichts Schöneres als das, denn Reiten macht mir Spaß. Die Mama nervt herum, Papa find ich heut und zieh feine Schuhe aus und renne aus dem Haus, leg mich in Stahl und Stroh, warte auf Pete und Joe. Das Herz, das fällt mir leicht, weil Schwermut in mir weicht. Es gibt nichts Schöneres auf der Erde als eine Herde Pferde. Es gibt nichts Schöneres als das, denn Reiten macht mir Spaß. Mehr schwer, keiner kommt her, deins ist meins und meins ist dein. Es gibt nichts Schöneres auf der Erde als eine Herde Pferde. Es gibt nichts Schöneres als das, denn Reiten macht mir Spaß. Es gibt nichts Schöneres auf Erden, auf den Rücken von den Pferden reiten wir ein Leben lang. In den Sonnenuntergang. Es gibt nichts Schöneres auf Erden, auf den Rücken von den Pferden reiten wir ein Leben lang. In den Sonnenuntergang. Schönes Lied, das mag ich ja sehr gerne. Das ist von meiner CD, das Grezzo auf dem Reiterhof, also auf dem Pferdehof. Und das ist total schönes Lied geworden. Die Maria-Lisa Straßburg, die hat da nämlich schön gesungen und das waren wir zusammen total schön im Tonstudio. Und haben, es gab auch ein total schönes Musical dazu. Das ist total schön. Ah, mhm. Die hat lange, braune Haare, stimmt's? Ja. Schick. Ja. Ne? Magst du sie? Die ist nett. Die ist wirklich nett, ja. Okay. Und die kann so gut singen. Mhm. Mhm. Und der Lars, der macht öfter mal
mal was mit der. Nämlich, und das nächste ist nämlich ein plattdeutsches Lied, was der Lars mit ihr ganz aktuell aufgenommen hat. Und das gibt es auch als EP zu kaufen im Internet. Ja, gerade so schön, dass du das so alles weißt. Ja, ich weiß nämlich eine ganze Menge. Also bitte Musik ab. Okay. Komm, tanz mit mir. Auf dem Walzertag ist der Tanzboden knapp. Komm, tanz mit mir. Und den Dübel, den Pack und hau den Sack. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Bringst mich an, ich hör die Engelein singen. Du nickst den Kopf und das Körper dich schwingen. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Auch im Walzer, da bist du ganz gut. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Und den Dübel, den Pack und hau den Sack. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Du grinst mich an, ich kann die Engelein singen. Ich grin zu wild, ich will tanzen und springen. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Und im Walzertakt bist du Tanzboden knapp. Komm, tanz mit mir. Und den Dübel, den Pack und hau den Sack. Komm, tanz mit mir. Komm, tanz mit mir. Und bin ich betrübt, weil ich den Engel bricht singen. Drehen die an. Komm, lass uns tanzen und springen. Schubbel, 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 schub. Und rechts schubbel, 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 schub. Und bobben, schubbel, 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 schub. Und doll, schubbel, 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 schub. Und links schubbel, 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 schub. Und rechts schubbel, 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 schub. Und bobben, schubbel, 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 schub. Und doll, schubbel, 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 yeah. Jetzt hast du mich aber ganz schön doll erschreckt, sag mal. Ja, 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 ja. Mach ich gerne mal. Leute überraschen und so. Ja, du kannst dich groß und klein machen, ne? Ja, ich kann mich groß und klein machen. Ah. Da gibt's auch witzige Videos und solche Sachen. Der Lars, der macht ja auch gerne mal Trickfilme und so. Und das kann man dann bei mir sehen auf YouTube. Nämlich habe ich auch einen eigenen Kanal, das Grezzo. Und da kann man dann auch schöne Trickfilme hier aus der Region und so, das kann man sich dann angucken. Cool. Du arbeitest mit Computern. Nee, ich nicht, der Lars. Ach du, Lars. Ja, ich arbeite mit Computern und ich denke mir halt immer wieder neue Sachen aus. Unter anderem ein Spiel, das Grezzo baut eine Sandburg. Das ist ein interaktives und kooperatives Memory zum Thema Strand und Dinge, die man dort findet. Aha. Und das könnt ihr gewinnen. Das habt ihr das draußen gehört? Das könnt ihr gewinnen. Genau, das könnt ihr gewinnen. Ja, was müssen die Leute machen? Nur einfach hier anrufen. Und der erste Anrufer bekommt ein Spiel zugeschickt, das, oder kann es sich abholen, wie auch immer ihr das hier regelt. Das Grezzo baut eine Sandburg.
Ja, du, heute ist Sonntag, weißt du? Da ist ein bisschen schlecht mit Anrufen, aber passt mal auf. Ihr könnt doch da draußen bestimmt auch alle eine coole E-Mail schreiben. Yeah. Stimmt, E-Mail ist natürlich auch eine Idee. Ja? Ja. Ne? Dann könnt ihr nämlich jetzt schön weiterhören und müsst nicht ans Telefon rennen, sondern schreibt mal eine E-Mail an. Genau. Und dann machen wir nicht, wer der Erste ist, sondern wir machen einfach nach dem Fingersystem blind gucken, welche E-Mail denn dran ist und dann verlosen wir das quasi. Also alle schnell mal irgendwann im Laufe des Tages eine Mail schreiben und wer das dann gemacht du hat... Du sag mal, Gretzo, ja, du unterbrichst einen dauernd. Das ist aber so. Wo hast denn du das gelernt? Ja, das... Ach, wollte ich lernen. Ich bin halt so... Also die oder E-Mail-Adresse wollte ich doch nochmal. Ja, sag okay, mal. Die E-Mail-Adresse natürlich, Entschuldigung. Haha. Bitte? Sag mal, wie kriegt jetzt, man dich zur Ruhe? Jetzt die E-Mail-Adresse? Sonntagskekse@lohr.de. Ja, sag ich doch. Sonntagskekse@lohr.de. Hey, jetzt verstehen wir uns. Ja. Ja. Ein super tolles Spiel. Gretzo baut eine Sandburg. Mhm. Kann man jetzt schon Sandburgen bauen? Klar, wenn man sie nicht erwischen lässt. Und man darf ja immer nur alleine oder zu zweit oder so. Oder in der Familie und so. Das weiß ich. Ja. Lars, du hast ja auch eine neue Freundin, ne? Ja, stimmt. Die Corinna, das ist eigentlich eine ganz nette, aber die ist ein bisschen eifersüchtig. Deshalb darf ich immer, eigentlich das Haus darf ich nicht verlassen. Die Corinna sagt immer, ich soll lieber zu Hause bleiben. Und wenn ich rausgehe, dann muss ich mich vermummen, damit die Mädels mich nicht alle angucken. Mhm. Ja, das ist ein bisschen komisch. Dabei habe ich doch nur so ein Vielmann-Gesicht ohne Zuzahlung. Deshalb verstehe ich das gar nicht. Gretzo? Ja? Findest du das gut? Was denn? Drinnen zu bleiben? Naja, das ist manchmal schon ein bisschen langweilig. Okay. Ich würde ja doch viel lieber noch ein bisschen draußen rumströpern und meine Freunde besuchen. Mein Kumpel Benedikt, den Fischer zum Beispiel, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber da kommt man ja nicht hin. Da muss man ja, das Kontaktverbot, das nervt. Die Corinna, die soll mal endlich ihre Koffer packen und nach Hause gehen. Und du hilfst ihr dabei? Ja, ich trage ihr die Koffer vor die Tür, doch, wenn das hier so weitergeht. Ja. Also Lars hier und seine komischen Corinna-Scherze, ja super. Genau. Du, wir wissen noch gar nicht, wo du eigentlich wohnst. Doch. Haben wir doch schon drüber gesprochen, dass ich im Haus am Deich wohne, in den Dünen und so. Hast du auch eine Hausnummer? Nee. Okay. Nee. Hast du eine Küche? Na klar, habe ich eine Küche. Okay. Irgendwo muss ich den Sanddornkompott doch herstellen. Ja. Lecker. Gibst du mir auch ein Hörspiel zu? Das Gretzo und der Sanddorn. Yeah. Genau. Und daraus hören wir jetzt Essen mit Piraten. Einer schwärmt für rote Grütze, du magst sie eher nicht. Der eine isst gern ganze Schweine, ein anderer eher nicht. Die eine mag nur süße Sachen, die andere gern Salat. Der eine schwärmt für Kieler Sprocken, die andere für Tartar. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger. Hab dich am Tisch vermisst. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger. Hab dich am Tisch vermisst. Eine mag gern Kirschen sauer, der andere steht auf Quiche. Der eine mag den Käse blauer, die andere steht auf Fisch. Einer traut sich an Schnecken ran, eine andere an Muscheln. Viele von uns stehen auf Nudeln und Brokkoli mit Puscheln. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger, haben dich am Tisch vermisst. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger, haben dich am Tisch vermisst. Setz dich zu uns.
dich. Danke, Gruß zurück. Und, wir grüßen natürlich alle Mamis da draußen, weil heute ist ja Muttertag. Und außerdem grüße ich alle Fans von Hamster Rostock. Das, ja. Grenzo, das heißt nicht Hamster Rostock, das ist Hansa Rostock. Nein, ich meine den Kleintierzuchtverein hier aus Rostock. Okay, ja, sehr schön. Okay, also, ja, haben wir das auch noch gelernt. Und ich möchte die große Liebe grüßen mit dem nächsten Song. Meine große Liebe. Steiler Zorn. Du weißt, Baby, was ich dir angetan. Du weißt, Baby, bei dir weiß jeder an. Ah, doch du tanzt mit mir. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich so gut an. Oh, Baby, das fühlt sich gut an. Denn du tanzt mit mir. Mich magisch an. Du weißt, Baby, du hast mir angetan. Du weißt, Baby, hier bellt ein starker Mann. Da du tanzt mit mir, oh yeah. Das fühlt sich gut an, Baby. Ja, das fühlt sich so gut an. Ja, das fühlt sich gut an. Baby, du tanzt mit mir. Und du liebst mich heim. Und wir lieben uns heimlich. Yeah, du tanzt mit mir. Genau. Der Song geht an Sophia Luise Witte. Und ansonsten, ist das vielleicht nochmal der Hinweis. Ich mache jeden Tag in dieser wunderbaren Carina-Zeit, jeden Tag ein Songvideo, was ich ins Netz stelle. Das findet man auf meiner Webseite www.engel-finder.de oder einfach bei YouTube der Engelbrecht eingeben und dann hat man eine ganze Playlist. Wir sind schon mittlerweile bei Lied 48, meine ich. Ich habe nicht mehr so richtig, ich habe irgendwann den Überblick verloren. So, was jetzt die Corinna-Zeit angeht. Und auf der Playlist sind mittlerweile 70 Sachen drauf. Vom hochproduzierten Video bis halt zum, ich sitze zu Hause am Rechner und mache Musik für Leute. Und es gibt nettes Feedback und ich war sogar schon mal in der Zeitung damit, mit der Aktion, weil auf Facebook habe ich auch noch eine Gruppe gegründet, Mucke gegen Langeweile. Und das ist einfach eine witzige Aktion. Jeden Tag so als Herausforderung, als Künstler, der sonst zu Hause sitzt, einfach mal ein Lied zu machen. Und es ist übrigens die Gelegenheit, Künstler zu unterstützen, indem ihr jedem Künstler, den ihr mögt, einfach mal was abkauft. Also wenn ihr einen Maler mögt, dann kauft doch jetzt mal ein Bild, um ihn zu unterstützen. Oder wenn ihr CDs und Lieder mögt, dann jetzt eurer Band mal eine CD abkaufen. Weil diese ganzen staatlichen Hilfen kann man in der Pfeife rauchen. Einfach jetzt mal eure Lieblingsmusik bestellen, zu eurem Tontöpfer eures Vertrauens gehen und da jetzt nochmal irgendwie ein tolles Tassenservice oder sowas. Jetzt aktiv werden. Genau. Ja, Lars, schön, was du so alles hier so erzählst. Handgemachte Musik habe ich auch mitgebracht. Das nächste Lied ist nämlich mein Ritterlied. Kein Ritter kam hier angerannt, mit Schild und Schwert in seiner Hand, die Rüstung auf dem Leibe. Das geht auf die Bandscheibe. Kein Recke kam zu Fuß durchs Tor, zu flüstern in der liebsten Ohr. Gelacht hätt sonst Isolde, des Recken Holde.
schwang sich jeder auf ein Pferd, der Sieg und Holde sich begehrt. Das ging auch sehr viel schneller, die Kutsche blieb im Keller. Wir brauchen gar nicht streiten, als Ritter muss man reiten. Ob mächtiger Ritter Danu, ob starker Rittersport, auch der zappelige Ritterlin, sie reiten dahin. Na Lars, was sagst du zu meinem Ritterlied? Gretzo, du spielst Dudelsack? Ja, ich spiele Dudelsack. Das ist manchmal so eine schöne Überraschung, ne, Lars? Ja, das sind schöne Überraschungen. Mhm. Ja. Hast du ein Ritterkostüm? Ja. Ja. Hast du es mitgebracht? Nein, habe ich nicht mitgebracht. Das sieht man ja nicht. Wir sind im Radio. Mann, du denkst doch an alles, ja, ne? Ja, richtig puppichtig. Hey, du, pass mal auf, wir müssen noch mal sagen, dass alle jetzt eine E-Mail schreiben sollen. Ja, genau. Wer mein schönes Spiel, das Grätzo baut eine Sandburg, haben möchte, der muss eine E-Mail hierher schicken. Wie heißt die Adresse nochmal? Sonntagskekse@loro.de. Genau, und unter den eingegangenen E-Mails wird dann verlost das Spiel. Grätzo baut eine Sandburg. Genau, das Grätzo baut eine Sandburg. Und das gibt's auch auf meiner Internetseite. Ich habe auch eine eigene Internetseite. www.grätzo.de. G-R-E-T-Z-O. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. www.grätzo.de. Und ich buchstabiere es nochmal. G-R-E-T-Z-O. Nämlich. Und da haben wir auch einen Shop. Und da gibt's dann auch meine Bücher und Hörspiele und dieses Spiel natürlich auch. Und ja, das gibt's da alles. Ja, aber dieser Name, ne? Sag mal, hast du einen Papa, der dir den Namen gegeben hat? Nee, hab ich nicht. Nein. Nein. Grätzo, Corinna, Carina. Das ist die Zeit der Namen. Es ist Namenszeit, ja. Kann man nicht anders sagen. Apropos Namenszeit, genau. Da draußen gibt's bestimmt Leute, die haben heute Geburtstag. Und für die haben wir ja was Schönes mitgebracht. Das Grätzo Geburtstagsständchen für alle, die Geburtstag haben. Herzlichen Glückwunsch! Auf dem Tisch brennen 10 Kerzen, besungen wirst nur du. Heute schlagen unsere Herzen einen lustigen Takt dazu. Jeder, der dich gerne mag und auf der Weide Kuh, weißt du, hast heute Geburtstag und wir rufen laut Juhu! Auf dem Tisch brennen 10 Kerzen, gesungen wirst nur du. Heute schlagen unsere Herzen den lustigen Takt dazu. Jeder, der dich gerne mag und auf der Weide Kuh, du hast heute Geburtstag und wir rufen laut Juhu! Auf dem Tisch brennt 10 Kerzen, gesungen wirst nur du. Heute schlagen unsere Herzen den lustigen Takt dazu. Jeder, der dich gerne mag, auf der Weite Kuh, weißt du, hast heute Geburtstag und wir rufen laut Juhu! Sag mal, Lars. Was denn? Du bist doch Künstler. Ja, das ist richtig. Du machst ganz viele Kunstsachen, ne? Ja. Soll ich einen kleinen Künstler? Furchtbares Wort. Ja, sag mal, was machst du denn eigentlich, wenn das hier noch ewig dauert mit den ganzen Kunstkrams? Du, ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt. Ich habe so Berufe, habe ich mir ausgedacht, da hätte ich total Lust drauf. Also Portier im Insektenhotel zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen. Da ist immer viel los und so. Und man hat auch, also einfach reinwinken und gut, so Zimmerverteilung machen die schon alle ganz von alleine. Das ist ein total entspannter Job. Oder Park Ranger hier im Nationalpark, kann ich mir auch gut vorstellen. So, da hab ich habe ja auch so eine laute, durchdringende Stimme, das kann ich mir gut vorstellen. Wie meinst du das jetzt? Ja, pass auf, also stell dir vor, du gehst
Also wenn man jetzt, es wäre schön, wenn wir jetzt Vogelstimmen einspielen können, aber können wir ja leider nicht. Also wir stellen uns alle vor, Vogelgezwitscher, man ist da ganz leise, also man ist im Nationalpark unterwegs und dann kommt so ein verrückter, langhaariger Typ mit so einem Rangerhut an und sagt, doch, wenn wir jetzt ganz leise sind, ne, wenn wir ganz leise sind, dann hört man auch Tiere, ne, und wenn man noch leiser ist, ne, dann kann man die auch sehen, ne, dann muss man aber auch ein bisschen leise sein für, ne. So in der Art, das kann ich mir gut vorstellen. Oder ich kann mir auch vorstellen, die im Schlaflabor, ja, also wo die Leute ja hinkommen, um sozusagen den Schlaf analysiert und ob der Tiefschlaf und sowas, ob das alles gut funktioniert, so, da werden die ja so gemessen und so. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, immer wenn Frau Meier nicht schlafen kann, könnte ich mir vorstellen, dann da mit einem Kaffee vorbeizukommen. So, kann ich mir gut vorstellen. So, das sind so entspannte Jobs. Da habe ich viel Spaß dran, glaube ich. Ja, Lars, ich weiß nicht, ob ich das so... Das scheint mir doch sehr... Bleib mal du, lieber Künstler. Kleinkünstler. Ja, oder Kleingärtner, was auch immer. Aber auf jeden Fall, die drei Jobs solltest du besser mal da die Finger von weglassen, vielleicht. Ja, aber wo wir davon sprechen, es gibt ganz viele Leute, die jetzt ganz viel arbeiten für uns. Und die wir nicht raus dürfen, nämlich, also mein dickes Dankeschön an alle Krankenschwester und an alle Busfahrer und Müllabfuhr und alle Leute, die jetzt, während wir nicht arbeiten dürfen, draußen für uns arbeiten und dafür sorgen, dass der Laden läuft. Deshalb auch gleich das nächste Lied, das widmen wir allen Leuten, die jetzt richtig fleißig arbeiten und den Laden am Rocken halten. Jawohl, danke, sagt die Möwe für ihren Fisch. Sagt die Möwe für ihren Fisch und es liegt jeden Tag etwas auf unserem Tisch. Wir halten nur die Hand auf. Die Erde füllt den Becher bis zum Rand auf. Der Bauer bringt die Saat auf den Äcker. Der Regen und die Sonne ziehen übers Land. Jetzt ernten die Bauern mit dem Trecker und füllen uns den Teller bis zum Rand. Wow. Danke, sagt die Möwe für ihren Fisch und es liegt jeden Tag etwas auf unserem Tisch. Wir halten nur die Hand auf, die Erde füllt den Becher bis zum Rand auf. Whoa. Die Fischer ziehen mit ihren Netzen vor der Küste übers weite Meer. Der Wind treibt Wolkenfetzen im Hafen. Sind die Netze selten leer? Oh yeah! Danke, sagt die Möwe für ihren Fisch und es liegt jeden Tag etwas auf unserem Tisch. Wir halten nur die Hand auf. Die Erde füllt den Becher bis zum Rand auf. Auf den Schiffen und dem Laster auf der Autobahn. Jeden Tag beladen sie alle Luken mit schönen und mit leckern Waren. Oh. Danke, sagt die Möwe für ihren Fisch. Und es liegt jeden Tag etwas auf unserem Tisch. Wir halten nur die Hand auf. Die Erde füllt den Becher bis zum Rand auf. Oh. Die Möwe für ihren Fisch und es liegt jeden Tag etwas auf unserem Tisch. Wir halten nur die Hand auf. Die Erde füllt den Becher bis zum Rand auf. Wir halten nur die Hand auf. Aber Lars, was machst denn du jetzt eigentlich sonst noch so in der Langeweile? So, ich sehe dich oft am Schreibtisch sitzen und malen.
Das richtig? Ich mache auch lustige, freche Designs. Nämlich hier hinten auf meiner Jacke zum Beispiel ein Grezzo im Boot. Wow. Ja. Und das gibt's auch als T-Shirt oder als Babybody und all solche Sachen. Also wenn ihr mal ein witziges norddeutsches Stranddesign schon mal euch holen möchtet, dann würde ich mal empfehlen, geht ihr mal auf die Seite vom Grezzo, www.grezzo.de, und da im Shop gibt's einfach so viele schöne Sachen und alles von mir selbst gemalt und so. Hattest du in Kunst eine 1? Nee, hatte ich nie. Aber es macht mir einfach Spaß und seit es mir Spaß macht, da ist es was anderes. Ohne Noten macht alles viel mehr Spaß. Genau wie Musik. Ohne dass es benotet wird, macht es einfach auch viel mehr Spaß. Aber ich bin ja auch eher so ein Multidilettant. Ich habe es ja auch nicht so mit Noten. Also wenn ich was aufschreiben soll, dann muss es irgendjemand anders für mich tun. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Du und das Grezzo. Ja, das ist ja ganz einfach hier. Der Lars ist ja Kinderbuchautor, ne? Und der latscht ja immer durch die Gegend und guckt nach Ideen. Und irgendwann ist er nicht mehr von meiner Pelle gerückt, ne? Einmal habe ich mich gezeigt am Strand und zack. Das sieht ja interessant aus. Hat er sich bestimmt gedacht, da gehe ich jetzt mal hinterher. Und seitdem schreibt er immer alles auf, was ich mache. Und du hast dich echt in Schale geschmissen. Ja, wie war's? In Schale? Wen? Wo? Ne? Um ihm zu gefallen und bei ihm zu bleiben. Nee. Der latscht immer hinter mir her. Ja. Der schreibt immer alles mit. Jetzt schon wieder. Hier, guck, der kriegst du schon wieder. Ja, so, nein, so, wirklich nicht. Also es sind ja eigentlich alles eigene Ideen. Also ich würde doch niemals... was hast du gerade nochmal gesagt? Ich muss das nochmal besser notieren hier. Warte, stopp. Ja, so ist gut, ja. Ja, genau so läuft das nämlich. Von wegen hier der große... Ja, aber ich mache ja auch noch mehr Sachen als das Grezzo. Ich habe ja mit dem Heimatverband gerade ein lustiges Kinderbuch rausgebracht. Das heißt Charlie hat den Hut auf. Und da geht es um... Ja, die Landesgeschichte von Mecklenburg-Vorpommern. Und wie sind wir eigentlich von der Monarchie zur Demokratie gekommen? Das sind so verschiedene Sachen, die da so eingewoben sind und immer in so kleinen Geschichten. Und die kleine Charlie, die ist, die hat so Eltern, die sich nicht so richtig für alle Sachen interessieren. Und deshalb muss sie selbst die Welt entdecken. Und die meckern immer, auch ihre Eltern immer, über die da oben. Und dann geht sie mal nachgucken, wer denn da oben so ist und wer ihnen alles teurer macht und so. Und da wohnt aber eine Hutmacherin und die hat einen magischen Spiegel und die machen halt Hüte und so. Und da gibt es so dieses Missverständnis von denen, da oben löst sich langsam auf und dann sozusagen können sie mit einem magischen Spiegel und einem jeweiligen Hut in das Jahrhundert reisen und sich umgucken, wer da den Hut auf hatte. Und das ist ein schönes Projekt und dazu gibt es auch Schulprojekte. Also ich mache dann für Grundschüler, also ab dritter, vierter Klasse, gibt es da ein Seminar zu, gibt es Projektwochen, die man mit mir buchen kann. Und das macht mir großen Spaß. Also Demokratie ist halt einfach ein großes Thema, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das durfte ich in ein Buch verfassen. Und das macht einfach mega Spaß, mit den Kids zu arbeiten. Und es endet halt damit, dass alle Kinder einen Hut haben, weil wir müssen uns ja informieren. Und deshalb bauen wir einen Hut aus Zeitungen. Und alle gehen mit einem Hut nach Hause. Das würdest du auch in Rostock machen? Das würde ich auch in Rostock machen, na klar. Ja. Also einfach an dich wenden, an grezzo.de. Nein, also man kann natürlich auch Kontakt über die Grezzo-Seite www.grezzo.de machen. Aber es oder man kann über meine Künstlerseite www.engel-finder.de. Also Engelfinder. Weil ich ja Engelbrecht heiße und so, ne? Der Engelbrecht und so, der Engelfinder. So ist es gefunden. Ja. Und das hast du jetzt vom Heimatverein in Greifswald, Stralsund, Vorpommern. Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern hat das Buch veröffentlicht und mit der Heimatschatzkiste an alle Kitas und Horte im Lande verschickt. Okay, also muss man nur nochmal nachfragen bei den Einrichtungen, Mensch, da war doch was. Genau. Das gibt's und ich komme halt aber auch, es gibt dann auch einen Klassensatz und dass man das dann in Ruhe lesen kann und so. Genau. An einer größeren Veröffentlichung arbeitet der Heimatverband gerade, haben sie mir versprochen, dass man das auch für zu Hause erwerben kann. Ja. Aber da sind sie noch nicht. Ja, vielleicht nochmal von der Altersklasse her, das ist jetzt für Kinder von bis gedacht? Na, so für Selbstleser, also ab dritter Klasse, dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse, dafür passt das hervorragend. Ja. Und vielleicht nochmal zu dem Spiel, was du entworfen hast. Grezzo baut eine Sandburg. Welches Alter ist da angesprochen? Das ist man kann die Kleinsten schon mal an die Regeln gewöhnen, weil man kann einfach mitmachen. Die können einfach mal selber eine Karte umdrehen und das fällt nicht weiter ins Gewicht. Ansonsten ist es empfohlen ab 3. Man kann es auch als Erwachsener spielen und Oma und Opa können auch mitmachen.
Es ist schön, ja, es ist ein schönes, lustiges Spiel und man muss auch mal aufstehen und um den Tisch herumlaufen. Und genau, also es ist ja ein bisschen lustig. Ja. Interaktiv eben. Neumodisch. Und kooperativ, weil man kann nur gemeinsam gewinnen. Man spielt als Familie gegen das Spiel und nicht gegeneinander. Das ist das Besondere und das, genau, da weil es eben auch Thema Naturschutz, Umweltschutz mit verflochten hat, habe ich da auch schon mal eine größere Stückzahl an die Ranger zum Beispiel verkauft. Und, mhm. Ja, ist eine schöne Sache, macht Spaß. Und ja. Einfach mal reingucken. Es gibt auch ein Tutorial, wenn man sich es schon mal angucken möchte. Natürlich in meinem YouTube-Kanal gibt es auch ein Tutorial zum Spiel. Da spielt das Grezzo nämlich einmal und zeigt, wie es funktioniert. Genau. Jetzt habe ich noch ein Lied mitgebracht, weil dieses Spiel ist ja genial regional und ich habe zusammen mit der Stralsunder Stadtwache einen Song aufgenommen und den findet ihr natürlich als Video auch im Netz und jetzt hört ihn euch an. Engelbrecht kreuzt auf, featuring Stralsunder Stadtwache. Eine Hand wäscht die andere, total regional. Guck mal, wie ich wandre, total regional. Ob Wald oder Strand, total regional. Berge oder Flachland, total regional. Genial regional, im Osten und im Westen, genial regional. Im Süden und im Norden, total regional. Total regional, total regional. Es ist Brate wie Snacken, total regional. Dann löbt Alberta, total regional. Sie sind all von den Socken, total regional. Dann löbt Alberta. Das ist regional. Total genial. Die Buhe in den Dörr. Total regional. Die Markt in die Stadt. Total regional. Die Party oben Land. Total regional. Der Abel in den Hand. Total regional. Total regional. Es ist Brat, der wie Snacken. Total regional. Dann löbt Alberta. Total regional. Sie sind all von den Socken. Total regional. Dann löbt Alberta. Eigentlich das regional. Total genial. Dachschön Meister. Moin. Wie man tanzt, das weiß der. Na klar. Schuck, schuck, schuggel. All hands on deck. Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Yo. Clap your hands! 1, 2, 3 und auf! Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Genau, der kommt von hier. Wir feiern diesen Song, wir feiern jeden Ton. Wir feiern diesen Beat, denn der kommt aus der Region. Total regional, dann löbt Alberta. Total regional, sie sind all von den Socken. Total regional, dann löbt Alberta. Das ist ja regional. Total genial. Yo, das ist regional. Genial regional. Ja, total genial. Total regional und alles. Ja, der Lars macht total witzige Sachen, oder? Das ist ja echt geil. Das Video, das muss man sich einfach mal anschauen. Ja, 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 finde ich auch. Dankeschön. Jetzt fehlt der Beifall. Fehlt er dir? Nö, mir nicht. Lars, dir? Och, weißt du, so ein bisschen. Ich bin ja schon doch eher so eine Rampensau. Ich muss ja schon eigentlich, mir fehlt die Bühne. Also das ist was mir jetzt wirklich fehlt. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe einfach Bock, wieder auf die Bühne zu gehen. Das ist so? Ja, das glaube ich, Lars. Das glaube ich dir.
Ja, wie sieht's denn aus? Lars, hast du dich vorbereitet eigentlich? Ich konnte ja nicht. Das haben ja alle gehört. Ich konnte mich ja nicht vorbereiten. Ja, aber genial, regional. Da habe ich jetzt nochmal ein schönes Lied. Grezzo, das ist eins von den Liedern, wo du auch eine Rolle spielst. Pass auf. Du sagst Hallo Freunde und wir sagen Moin. Du sagst Mahlzeit und wir sagen Moin. Du sagst Guten Abend und wir sagen Moin. Du fragst, hey, wie geht's euch? Und wir sagen Lütt. Du sagst halt Hallo und wir sagen Moin. Du sagst Hello Kitty und wir sagen Moin. Du klingelst an der Tür und wir sagen Moin. Du fragst, hey, wie geht's euch? Und wir sagen Lütt. Wo man Moin sagt, bist du an der Wolderkant. Vom Borkum bis zum Musedommer Strand. Ahoi! Du sagst Hallo Freunde und wir sagen Moin. Du sagst Guten Tag und wir sagen Moin. Du sagst Hallihallöchen und wir sagen Moin. Du fragst, hey, wie geht's euch? Und wir sagen Lütt. Fröhlich grüßt der Valentin und wir sagen Moin. Du sagst Happy Halloween und wir sagen Moin. Du sagst Frohe Ostern und wir sagen Moin. Du fragst, hey, wie geht's euch? Und wir sagen Lütt. Wo man Moin sagt, bist du an der Wolderkant. Vom Borkum bis zum Musedommer Strand. Ahoi! Wir hopsen und wir klatschen, wir lachen und wir schreien. Das Grezzo, das ist ein Cha-Cha. Und ich lade euch alle ein, yeah! Und jetzt, pass auf! Wir tanzen zwei Schritte rechts. Zwei Schritte links. Zwei Schritte vor. Und zwei zurück. Zwei Schritte rechts. Zwei Schritte links. Zwei Schritte vor. Zwei zurück. Moin! Und wir sind fast zu Ende. Ja, so schnell geht eine Stunde um. Ja, das hat so Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weitermachen, oder? Oder? Du auch, oder? 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 Muss ich jetzt was sagen? Nee, musst du nicht. Das ist mir Jubel genug. Grezzo, was redest du denn? Ja, also ich glaube, wir müssen uns jetzt leider schon von euch verabschieden, liebe Familien da draußen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Muttertag, nämlich. Ja, und wie gesagt, schaut mal vorbei. Auf meiner Website, also entweder auf meiner, engel-finder.de oder auf der vom Grezzo. Ja, auf meiner Website, www.grezzo.de, nämlich. Und da gibt's ganz viele spannende Sachen zu entdecken. Vom Musikvideo über Trickfilme hier aus der Region, die der Lars gemacht hat. Und über ganz tolle Strandklamotten und all solche Sachen. Guck da einfach mal rein, nämlich. Das ist toll, nämlich. Und Anja, du möchtest bestimmt auch noch was sagen, nämlich. Bestimmt, du hast irgendwie was, weiß ich. Ja, ich sag einfach mal Tschüss. Ich wollte aber heute noch mal wissen, was du heute noch mal machst. Ich? Ja. Ich glaube, ich gehe eine Runde Kanu fahren mit dem Lars. Da weiß ich noch gar nichts von. Ja, doch. Ich möchte aber Kanu fahren und mir ist sonst so langweilig. Ja. Ah, na, wir werden sehen. Na, mal gucken, was der Nachmittag so bringt. Auf jeden Fall allen einen schönen Nachmittag und wir enden mit einem schönen Song. Das ist nicht ganz ernst gemeint. Also habt euch schon mal überlegt, ob Tiere vielleicht auch Hobbys haben? Darum geht's in dem Lied. Tschüss! Was macht der Hengst, wenn keiner guckt? Er schaut sich um, sein Auge zuckt. Er läuft durchs Gras,
senkt seine Nase. Horst der Hengst mag Schnecken schlecken, auch wenn die sich total erschrecken. Horst der Hengst frisst sie nicht auf, er sabbert nur so gerne drauf. Was macht die Ziege, wenn keiner guckt? Sie schaut sich um, das Auge zuckt. Sie läuft ins Gras, senkt ihre Nase. Den Maulwurf mag die Ziege schlecken. Er kann sich noch so gut verstecken. Die Ziege frisst den Wurf nicht auf. Sie sabbert nur so gerne drauf. Was macht das Schwein, wenn keiner guckt? Es schaut sich um, sein Auge zuckt. Es läuft ins Gras, senkt seine Nase. Nein, Lars, es rennt zum Weiher. Was, zum Weiher? Ja, genau, und da verscheucht es den Reiher. Was? Na, Grenzo, dann kennst du wahrscheinlich das Schwein besser als ich. Los, Kinder, wir singen es dem Lars vor. Was macht das Schwein, wenn keiner guckt? Es schaut sich um, sein Auge zuckt. Es läuft zum Weiher, verscheucht den Reiher. Das rosa Schwein liebt einen Hecht. Du sagst zum Quatsch, wir sagen echt. Es steht am Ufer, es grunzt und quiebt. Haben's ja gesagt, es ist verliebt. Das ist aber eine tolle Strophe, Grezzo. Ja, nicht wahr? Ha, aber deine fand ich auch nicht schlecht. Na los, zusammen! Was macht der Hengst, wenn keiner guckt? Er schaut sich um, sein Auge zuckt. Er läuft durchs Gras, senkt seine Nase. Horst der Hengst mag Schnecken schlecken, auch wenn die sich total erschrecken. Horst der Hengst frisst sie nicht auf, er sabbert nur so gerne drauf. Horst der Hengst mag Schnecken schlecken, auch wenn die sich total erschrecken. Horst der Hengst frisst sie nicht auf, er sabbert nur so gerne drauf.